wieder zu spät, Leute! Mal, jeden Morgen ist Leike! So gut, dieses Mal 0 Punkte. Was? Ich glaube, es ragt. Haben Sie hier? Hören Sie Musik in meinem Unterricht? Sie sind doch wohl von alle gute Geister verlassen. Sie haben wieder 0 Punkte geschrieben. Das ist unmöglich. Ich versuche Ihnen beizubringen das, aber es geht nicht. Sie wollen nicht verstehen. Ich weiß nicht mehr, was ich mit Ihnen machen soll. Mir fehlen die Worte. Herr Jonsson, war akzeptabel, eigentlich ganz gut. Ein paar Sachen könnte man besser machen. Was für 11 Punkte? Ja, Sie müssen sich mehr anstrengen. Das kann auch nicht sein. Unserem Sport. Eine weitere Goldmedaille für die deutschen Biathleten holte heute Magdalena Neuner. Dies ist ihre zweite goldene bei diesen Olympischen Winterspielen. Zweite wurde Achatova, die für Russland die 8. Silbermedaille holte. Gefolgt von einer weiteren Deutschen, Simone Hauswald. Jeder Dritte holt sich hier auf die erreichte uns eine Eilmeldung der Saarstädter Polizei. Heute Morgen um 9.30 Uhr ereignete sich eine schreckliche Tragödie im Gymnasium Saarstädt bei Hildesheim. Der 18-jährige Schüler Klaus S. erschoss 11 Menschen, darunter einen Lehrer, bevor er sich selbst mit einem Schuss in den Kopf das Leben nahm.
Sein Motiv ist bis dato noch unklar, die Polizei vermutet jedoch eine psychologische Abhängigkeit von Killerspielen, die es für den Jungen unmöglich machte, Realität vom Spiel zu trennen. Woher er die Schusswaffe hatte, ist bislang noch ungeklärt. Das Gymnasium bleibt bis auf Weiteres geschlossen, Schüler, Lehrerschaft und Angehörige erhalten psychologische Betreuung. Ja. Wir drehen einen Amoklauf. Haben wir den nächsten? Hallo.